Wir Menschen lieben Hunde. Aber lieben die Hunde auch uns? Also lieben die Hunde uns Menschen? Eine spannende Frage. Und dann kommen wir eigentlich schon zur nächsten Frage. Was ist, wenn so ein Hund sich wirklich total daneben benimmt? Also er frisst die Fernbedienung, er pinkelt aufs Sofa, er bellt ständig und er lässt sich an der Leine kaum kontrollieren. Wir haben heute für Sie den Doc Faser wirklich von Hundeerziehung bei uns, den Hundepapst schlechthin. Ich freue mich sehr, dass er bei uns ist. Ganz herzlich willkommen, Martin Rütter. Hallo. Hallo. Boah, so viele negative Sachen. Ja. Alles, was Hunde schlecht machen. Ja, du bist ja dafür da, dass wir es anders lernen. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Lass aber uns sehr gerne hinsetzen. Martin, jetzt als allererstes, wenn du irgendwo auftauchst, denkt man, der hat einen Hund dabei. Hier laufen Rudel, ganz viele Welpen rum. Es ist ein ganz süßes Bild. Hast du aber nicht. Warum nicht? Nee, weil ich einfach finde, dass meine beiden Hunde, das sind so stinknormale Familienhunde, die hätten jetzt nichts davon, wenn die hier wären. Also die Alte, die ist 12 und ist eine große, schwere Hündin, die fände den Boden schon zu glatt. Und die Junge, das ist eine temperamentvolle Hündin, will den ganzen Tag sagen, komm, jetzt lass mal Gas geben, mal gucken, was hier auf dem Tisch steht und so. Na klar kann ich beiden sagen, leg dich jetzt hier hin, klappe halt in Ruhe ist. Aber der Gewinn für die Hunde wäre gleich null. Und ich finde immer blöd, wenn Hunde im Studio rumlungern und nur dekorativ sein sollen. Weil ich frage mich bei allem immer, was hat der Hund eigentlich davon? Ja, er hätte jetzt nichts davon. Umso schöner ist, dass wir dich hier haben, weil du uns erzählen wirst, was kann man richtig machen, beziehungsweise wann muss man eigentlich einschreiten als Hund. Wie oft wirst du eigentlich angesprochen, wenn du irgendwo durch den Wald gehst mit deinen Hunden? Und, der Herr Rütter ist da, der sagt mir jetzt, wie ich es richtig mache. Also im Wald geht es noch, aber ich habe natürlich inzwischen durch die große Öffentlichkeit auch Situationen, wo du denkst, ja, ich quatsch wirklich gerne mit den Leuten. Oft entstehen dadurch ja Nummern für mein Programm. Aber es gibt auch so Situationen, wo du denkst, das willst du jetzt nicht unbedingt haben. Also ich habe es in Österreich im Skiurlaub in einer Sauna erlebt. Nee. Und wenn dir da so nackig jemand auf die Schulter klopft und sagt, ich habe mal eine kurze Frage, dann ist es nicht so schön. Mit welcher Frage kam der? Ja, so weit kam die Dame dann nicht mehr, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, mir ist auch sehr warm jetzt gerade und so und habe mich dann so ein bisschen aus dem Staub gemacht. Ansonsten immer total gerne, aber es gibt eben Momente, da willst du es nicht haben. Welche sind denn die häufigsten Probleme, mit denen die Leute zu dir kommen? Also es gibt natürlich Klassiker. Ne? Der Hund zieht an der Leine, der Hund bleibt nicht gern allein zu Hause, dem Hund wird schlecht beim Autofahren, der Hund ist nicht verträglich mit Artgenossen. Aber inzwischen, Gott sei Dank, fragen auch immer mehr Menschen, wo bekomme ich eigentlich einen Hund her? Mhm. Also für die meisten Menschen ist tatsächlich inzwischen so, oder für viele Menschen, dass die sich auch mal informieren wollen, bevor die überhaupt ein Tier haben. Und das ist ein Trend, den muss man eigentlich fördern. Und dann gibst du sofort Auskunft, bleibst stehen und quatscht erstmal eine Viertelstunde? Total. Ich mag wirklich gerne mit den Leuten quatschen. Und ich bin wirklich jemand, der gerne und viel redet. Und ich mag tatsächlich nicht nur die Hunde jetzt. Das ist nicht mein Thema. Weil ich bin ja nicht Hundetrainer. Also ich trainiere eigentlich nicht die Hunde, sondern ich erkläre ja den Menschen, was sie machen müssen. Und deshalb ist immer so ein Pläuschen total nett. Ja. Gibt es denn eigentlich so eine Spontanlösung? Also jetzt sage ich dir, ich jogge durch den Wald. Da kommt mir jemand entgegen, nimmt dann hastig seinen Hund an die Leine. Dann weiß ich schon sofort, oh. Also dann habe ich Angst. Ja, aber vielleicht ist es auch einfach nur ein sehr verantwortungsbewusster Hundehalter, der sagt, ich möchte den Jogger nicht stressen. Jetzt bei meinen Hunden ist es so, die interessieren sich beide wirklich null für einen Jogger. Trotzdem hole ich die beide ran, um auch dem Jogger zu zeigen, schau mal, die funktionieren. Du brauchst keinen Stress haben. Und das finde ich ja eigentlich ein sehr höfliches Miteinander. Und ich erlebe immer, dass die Jogger sagen, oh danke, alles cool. Obwohl die Alte wäre zu langsam, die könnte gar keinen Jogger mehr fangen. Das wäre überhaupt nicht möglich. Aber der Jogger weiß es ja nicht. Machen wir ein konkretes Beispiel. Du gehst mit deinen Hunden unangeleint durch den Wald. Ist vielleicht auch ein Wald, wo das in Ordnung ist. Dann kommt dir jemand entgegen und nimmt hastig seinen Hund an die Leine. Ist das richtig? Also kann man das sofort so analysieren, dass du sagst, stopp, brauchst keinen nicht irgendwie Stress machen? Nee, das wäre eigentlich meine Traumvorstellung. Meine Traumvorstellung wäre immer, zwei Hundehalter bemerken, da kommen andere Hunde, beide rufen die Hunde zurück, leinen die kurz an, quatschen einmal miteinander, sind die cool oder nicht, und dann lässt man sie erst laufen, denn wir können nicht davon ausgehen, dass jeder Hund automatisch jeden Hund mag. Und deshalb fände ich die Variante richtig toll, dass man sagt, erstmal die Hunde zurück und dann geht die Kommunikation der Hunde los. Martin, jetzt haben wir schon so begeistert miteinander geredet. Ich glaube, die meisten Menschen kennen dich ja auch. Aber wir können natürlich nicht davon ausgehen. Deshalb haben wir hier noch mal das Rundum-Paket Martin Rütter, ein Porträt. Auf ihn hören Sie alle. Martin Rütter ist der Godfather der Hundeerziehung. Seit über 20 Jahren setzt sich der gelernte Tierpsychologe für ein harmonisches Miteinander zwischen Zwei- und Vierbeinern ein. Nach der von ihm entwickelten Trainingsmethode Dogs lernen deutschlandweit Hundehalter, die Signale ihres Tieres besser zu verstehen.
Daneben vermittelt der Hundekenner aus dem Ruhrpott sein Wissen in zahlreichen Bestsellern, Fernsehauftritten und Live-Shows und bringt damit nicht nur Hundebesitzer zum Lachen. Ich sag immer, hat da hier schon mal jemand gebissen? Sie noch nie. Ich gehe einen Schritt zur Seite, er kommt angedonnert, beißt mir voll in den Arsch. Mit seinem dritten Bühnenprogramm Nachsitzen tourt er derzeit durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Heute gibt der Mann, der die Hunde versteht, aber erstmal uns Nachhilfe in Hundeerziehung. Jetzt hat Martin Rütter gerade sofort gesagt, und auf diese Sache, der beißt nie und hat dann gebissen. Dann hat sie was gesagt? Der zwickt schon mal. Und das ist eigentlich der Klassiker, dass Menschen auch so etwas verharmlosen und sagen, nein, der beißt nicht, der zwickt. Und ich sage dann immer, lass uns doch definieren, Maul auf. Ja. Person oder Gegenstand rein, Maul wieder zu, nennen wir mal beißen. Genau. Aber die wollen damit zum Ausdruck bringen, er verbeißt sich nicht und es entsteht kein schlimmer Schaden. Es ist in dem Fall auch nichts Schlimmes passiert, war ein blauer Fleck und so weiter. Aber trotzdem darf man solche Themen auf keinen Fall verharmlosen, das ist ja logisch. Wir reden eigentlich immer nur über Hunde mit dir, also wir Journalisten. Lass uns mal über den Martin Rütter reden. Okay. Also seit wann bist du so hundebegeistert? Also ich habe in meiner Kindheit schon eine große Affinität zu Hunden gehabt, aber ich durfte keinen haben. Also meine Eltern finden heute noch alle Tiere, die man nicht marinieren und grillen kann, wirklich völlig sinnlos. Ne? Ich hatte aber eine Tante, Tante Thea, die in den 80er Jahren so eine Pflegestelle für Tiere hatte, egal ob Spinne oder sonst was oder auch da mal eine Katze. Da ist es übrigens, diese Katze ist schuld, dass ich nie mit Katzen zu tun haben wollte. aber diese Tante, da hatte ich schon immer so ein bisschen Bezug zu Hunden. Aber ich hätte jetzt nie gedacht, dass das ein Beruf wird. Also ich habe ja dann erstmal ganz normal Sport studiert an der Sporthochschule in Köln und wollte Sportjournalist werden. Aber parallel habe ich so viel schon mit Hunden trainiert und Bücher gelesen und mich weitergebildet und so, dass es irgendwann immer mehr wurde und dann auch die Leidenschaft immer stärker wurde. Und dann war klar, Studium hänge ich jetzt mal an den Nagel. Wann kam denn der Punkt, als dir klar war, Mensch, ich weiß mehr als andere über Hunde? Also zunächst mal war es ein unheimliches Ausprobieren. Ich habe, wenn du, das ist auch heute noch so, wenn du zwei Hundebücher liest, liest du das erste und denkst, okay, logisch. Liest das zweite, denkst auch, ist logisch, ist aber das Gegenteil vom ersten. Und so habe ich ganz viel ausprobiert. Ich habe ganz viel mit Tierheimhunden trainiert und Sachen experimentiert. Und irgendwann plöppte so ein Fenster nach dem anderen auf. Und alles wurde logischer für mich und schlüssig einfach. Und dann, glaube ich, war die ganz große Kunst, dass ich damals, so vor 25 Jahren, als ich angefangen habe, etwas gemacht habe, was nicht üblich war. Ich bin zu Hause besuchen gefahren. Früher war es ja üblich, du gehst irgendwie am Schäferhundplatz im Kreis, Sitzplatz, Fuß bleib, Sitzplatz, Fuß bleib. Und mir war immer irgendwie klar, ja, aber wenn der Hund einen Postboten jagt, was soll ich auf dem Trainingsgelände? Und das war damals neu und dadurch, glaube ich, funktionierte das auch schnell. Wie haben die Leute auf dich reagiert, als du gesagt hast, ich komme sie mal besuchen? Ja, schau mal, ich war 22. Und wenn du dann da klopfst und sagst, guten Tag, Ausbesuch, dann guckt die Kunde an dir vorbei und sagt, ja, wo hat er seinen Papa gelassen jetzt? und das war deshalb auch zu Anfang. Ich bin in der Szene sehr belächelt worden und die alten Trainer haben alle gesagt, ja, hier, der Ursel spinnt. Und zu Anfang auch sehr angefeindet worden, weil ich ja immer sehr vehement geschrien habe, ja, Stachelhalsband, alles Schwachsinn und hört mal auf jetzt mit Gewalt und Unterordnung und so. Jetzt inzwischen ist es aber so, dass auch die Alten wissen, den kriegen wir sowieso nicht mehr weg und inzwischen gehöre ich ja schon zu den Alten. Ne? Also das hat sich dann einfach irgendwann etabliert. Du bist jetzt jemand, der wirklich etabliert ist, auch mit diesem Bühnenprogramm, ganz klar. Und trotzdem, du therapierst Hunde noch. Absolut. Also natürlich, früher habe ich 500 Hunde im Jahr trainiert. Jetzt inzwischen sind es noch 50, weil wir betreiben deutschlandweit 100 Hundeschulen mit 180 Trainern, die wir ausbilden und die ich begleite und auch fortbilde. Dann habe ich 90 Showtage im Jahr, dann habe ich immer noch 80 Drehtage im Jahr. Und dann wird die Luft natürlich dünner. Aber wenn ich jetzt gar keine Hunde mehr trainieren würde, ich glaube, dann würde ich den Bezug so verlieren. Und man entwickelt sich ja immer weiter. Also Dinge, die ich vor 15 Jahren noch richtig fand oder einfach so gemacht hätte, würde ich ja heute vielleicht anders machen. Und deshalb ist auch wichtig, dass ich dann dranbleibe. Wie ging es denn los mit diesem Bühnenprogramm? Ich habe da sowas Leuten hören, am Anfang wollte es gar nicht so richtig zünden. Also zu Anfang, ich habe den ersten Vortrag gehalten, das war in einer Kneipe in der Eifel, werde ich nie vergessen, 7 Teilnehmer, 11 Hirschgeweihe an der Wand. Und das Schlimme war, nach der Pause kamen nur 3 Teilnehmer wieder und die haben sich noch einen Thunfischsalat geteilt und haben da gefuttert, während ich geredet habe. Und diese Kneipe hatte mich zweimal gebucht und bei der zweiten Veranstaltung gab es nur eine Anmeldung. Dann habe ich 10 Freunde eingeladen, gesagt, setzt euch dahin und tut ganz begeistert. Und sagte immer, boah, das ist ja toll. Und nach der Pause kamen nur die 10 Freunde wieder. Das war schon bitter. Also das war ein echt langer Weg. Und im Nachhinein weiß ich, dass es zu Anfang nicht funktioniert hat, weil ich zu krass war. Ich war sehr konfrontativ.
Ich werde nie vergessen, ich habe mal einen Vortrag gehalten an einem Schäferhundverein. Und die Schäferhunde in Deutschland sind gesundheitlich sehr kaputt gezüchtet. Die haben fast alle so einen Rücken runtergezüchtet und eine Hüftgelenksdysplasie. Und ich kam da rein und da hingen Fotos von Weltchampions. Die hatten aus meiner Sicht aber alle ein Hüftproblem. Und da kam ich rein und habe direkt zur Begrüßung gesagt, ach Mensch, ihr habt ja auch eine Krankengalerie hier. Und da war natürlich Stimmung in der Hütte, kann man sich vorstellen. Heute bin ich immer noch sehr klar, aber ich glaube, dass ich einen besseren Weg gefunden habe, die Leute selber rausfinden zu lassen, was richtig und was falsch ist. Weißt du, ich finde mega bei dir, dass man einfach drüber lachen kann und kann dann aber gleichzeitig sehen, das mache ich wirklich irgendwie auch tatsächlich falsch. Ja. Wir haben natürlich einen Ausschnitt aus dem Bühnenprogramm. Wir gucken da jetzt mal rein. Ja, wo ist er denn? Wenn es einen einzigen sinnlosen Satz zwischen Mensch und Hund jemals gegeben hat, ja, wo ist er denn? Weil du sagst das ja nicht zu dem Hund, wenn er 6 Kilometer weg ist. Der Hund sitzt ja schon vor dir. Ja, wo ist er denn? Und der Hund denkt, hör mal, Hilde, so langsam mache ich mir Sorgen um dich. Ich glaube, diesen Satz kennt jeder vor dir, ne? Dieses ja, wo ist er denn? Ja, aber es ist doch auch so absurd. Und jetzt darf man eine Sache nicht vergessen. Hunde sind hochkommunikativ. Und die kriegen genau mit, wer kommuniziert wie mit mir. Und wenn ein Mensch sich den ganzen Tag aus Hundesicht albern und wie ein kleines Kind benimmt, dann kann der Hund den irgendwann nicht mehr für voll nehmen. Und das ist dann echt ein bitterer Zustand. Wir haben dich ja nicht umsonst eingeladen. Wir haben dich vor allen Dingen eingeladen, damit unsere Zuschauer, also Sie, uns Fragen schicken können, die wir dann an dich weiterleiten. Gehen wir mal rein. Eine Frage hätte ich an Martin Rütter, schreibt Anja Fiedler. Welche Fehler machen Sie eigentlich im Umgang mit den eigenen Hunden? Denn auch Sie sind ja nicht nur Hundetrainer, sondern eben auch hundeliebender Mensch. Da ist man doch nicht so konsequent. Ja, sie hat, ich ergänze mal und hat das Leckerchen in der Tasche. Genau, sie hat auch recht. Sie hat auch recht. Ich bin nämlich wirklich, und das meine ich genauso, ein stinknormaler Hundehalter. Ich habe für mich nur total verinnerlicht, und das habe ich bei meiner ersten Hündin echt gelernt, je klarer ich bin, je sicherer und wohler fühlt sich ein Hund. Die Menschen verwechseln Konsequenz oft mit Härte und Strenge. Das heißt, wenn einmal aber ein Regelpaket steht und die Hunde haben das kapiert, dann ist eine Ausnahme nicht weltbewegend. Also wenn ich jetzt mal nicht konsequent bin einen Tag, bricht nicht alles zusammen. Das Problem ist aber, dass die Leute erstmal mit der Ausnahme anfangen und hinterher anfangen, Regeln aufzubauen. Und das mache ich überhaupt nicht, weil ich weiß, das tut den Hunden nicht gut. Also eigentlich immer stringent und konsequent bleiben. Ja, aber stringent ist nicht hart und ist nicht grob, sondern einfach nur klar, Couch ja oder nein und nicht mal ja, so, mal, ja. Mal so. Ja, okay. Genau. Dann hat uns Christoph geschrieben, unsere Malteser-Meute, also er hat offensichtlich viele, flippt regelmäßig aus, wenn im Fernsehen Tiere jeglicher Couleur zu sehen sind und lassen sich auch nicht sofort abrufen. Was können wir tun? Also grundsätzlich ist es immer schwer, einen Hund zu beurteilen, den man nicht gesehen hat. Aber das, was wir da haben, ist sehr eindeutig. Das ist eine sogenannte territorial motivierte Aggression. Das heißt, die Hunde haben im Kopf, wieso rennt hier einer durch mein Wohnzimmer? Und jetzt muss ich sofort die Frage stellen, wieso glauben denn die Hunde, das ist deren Wohnzimmer? Und nicht das Wohnzimmer der Menschen. Und deshalb würde ich gar nicht an dem Problem trainieren, sondern mal genau überlegen, wie ist der Alltag. Und bei solchen Hunden, das weiß ich 100%, ohne sie gesehen zu haben, da läuft der Alltag so. Hund kommt und sagt, guck mal, wie ich gucke. Okay, ich kraul ihn. Hund geht zur Gartentür. Oh, ich glaube, der muss mal raus. Tür auf, Hund raus. 10 Sekunden später steht der Terrorist aber auf der anderen Seite der Tür. So, wuff, 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 so mit Gesichtsausdruck. Ich hatte geläutet. Und wieder steht jemand auf und lässt ihn rein. Das heißt, wenn man sich als Mensch irgendwann wie so dienstleistungsorientiertes Servicepersonal benimmt, dann hat der Hund irgendwann im Kopf, ich wohne hier. Und die sind zufällig auch da. Und dann darf ein Hund auch entscheiden, wer rennt hier durchs Wohnzimmer und wer nicht. Das heißt, ich darf mit dem Hund spielen, ich darf ihn rauslassen, aber ich darf nicht immer hingehen und sagen, du entscheidest, wann es anfängt und du entscheidest, wann es aufhört. Also erstmal an der Ursache kämpfen. Hier, einen haben wir noch. Matthias fragt, wenn es dem Wohlfühlfaktor dient, darf ich dann auch ins Bett? Ich glaube, er meint, dass der Hund mit ins Bett darf. Ja, also ich bin ganz froh, dass die Frage kommt, denn Couch und Bett ist ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und früher hieß immer, ja, wenn der Hund ins Bett darf, dann gibt es ein Dominanzproblem. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum ein Hund ins Bett will. Es ist bequem. Mhm. Es hat rangordnungstechnisch überhaupt keine Konsequenz. Also wenn jemand sagt, ich komme mit meinem Hund prima parat und mich stören die Haare nicht und der Gestank nicht, dann kann der das machen, es passiert nichts. Ich habe aber oft mit Hunden zu tun, die schon Frauchen verteidigen, die keinen in die Wohnung lassen. Und wenn der dann noch immer mit ins Bett darf und das auch noch verteidigen darf, dann haben wir ein Problem. Und wie schmeiße ich den denn raus? Vielleicht ganz kurz? Ja, einfach immer wieder raus. Immer wieder raus? Ja klar, einfach immer wieder raus. Und der ist ja nicht blöd. Das ist ja wie bei Betteln am Tisch. Ja, mein Hund bettelt am Tisch. Und wenn ich sage, dann gib doch einfach nichts. Wenn der 4 Wochen nichts kriegt, dann merkt er doch auch,
es macht keinen Sinn, diese Handlungskette. Und dann ist es von alleine wieder weg. Du bleibst uns ja noch ein bisschen erhalten. Und wir können an dieser Stelle auch noch mal sagen, also auch wenn Sie mit Hunden nichts zu tun haben, wir begegnen denen ja schon immer im Wald. Ich selber bin auch keine Hundebesitzerin. Aber ich finde das total spannend, was du uns über Hunde erzählst und über die Sprache. Und alle, die einen Hund haben und Fragen haben, her damit. Rufen Sie uns ganz einfach an. Martin Rütter beantwortet Ihre Fragen noch im Laufe der Sendung. Die Telefonnummer 0221 567 89 880. Das Ganze gerne auch schriftlich. Eine kurze Mail über daheim und unterwegs @wdr.de und über Facebook geht das natürlich auch. Bis hierhin herzlichen Dank. Gern. Wie klappt es denn bei Ihnen eigentlich mit der Hundeerziehung? Ja, wir haben hier Martin Rütter bei uns zu Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hundepapst nennt man dich, Hundeflüsterer. Unglaublich, ja. Doc Faser der Hundeerziehung. Natürlich. Kommst du mit diesen ganzen Begriffen klar? Nein. Was möchtest natürlich... du denn, was ich zu dir sage? Martin wäre schön. Okay. Nein, es ist natürlich, viele Sachen sind ja auch überspitzt. Ne? Also Doc Faser und Hundepapst, das sind Flachsereien. Ich finde aber den Begriff Hundeflüsterer per se unheimlich blöd. Weil das so einen Touch kriegt von unseriös. Ne? Weil ich klappe ja eben kein Ohr hoch und flüstere da rein, sondern letztlich bin ich eigentlich, ja, wie soll man, eigentlich so ein Übersetzer, dass ich den Menschen erkläre, guck mal, was der Hund jetzt gerade macht, bedeutet das und das und hat das vielleicht zur Konsequenz irgendwann. Das finde ich eigentlich die logischste Variante. Ja, ich habe gesagt, dass ich mich sehr freue, dass du da bist, weil du uns eben diese genaue Hundesprache übersetzt. Kommen wir mal zu dem Thema, dass sich Menschen in ihren Hund mehr verlieben als in ihren Partner. Ich glaube, du hast selber gesagt, also jeder könnte wahrscheinlich eher auf seine Gattin verzichten als auf seinen Hund. Definitiv. Was meinst du damit? Ja, weil es ist wirklich eigentlich ganz verrückt. Der Hund nimmt ja einen hohen Stellenwert ein. Bei mir persönlich auch. Als meine erste Hündin gestorben ist, war das ein Drama. War das ein echtes Drama. Ich habe 2 Jahre gebraucht, bis ich mich wieder auf einen neuen Hund einlassen konnte und so, ne? Aber lustig finde ich immer, wenn Paare zu mir ins Training kommen, da musst du dir folgende Situation vorstellen. Da kommt ein Hund sonntags morgens ans Bett, legt den Kopf auf die Bettkante und atmet Frauchen wach. Also das ist der Hund, der am Tag davor Pansen gefressen hat, sich in Kacke gewälzt hat. Ne? Und sie strahlt dieses Tier an und freut sich und krault den. Und wenn der Mann am Tag davor auch nur ein Bier zu viel getrunken hat und er dreht sich einmal in Richtung Frauchen, dann gibt es direkt Hau ab, du Stinksack. Ne? Und das ist schon spannend irgendwie. Aber das ist so ein bisschen vielleicht die negative Seite. Aber ich finde, die positive Seite ist auch, dass Hunde unglaublich viel leisten können. Also für Kinder ist das wahnsinnig toll, mit Hunden aufzuwachsen. Und Hunde werden zu therapeutischen Zwecken eingesetzt und können so viel für einen Menschen leisten und haben zu Recht ja so eine hohe Bedeutung. Man darf nur nicht den Hund vermenschlichen. Man muss den immer wirklich wie einen Hund behandeln. Es heißt ja, wenn du einen Freund fürs Leben haben willst, schaffst du dir einen Hund ein. Stimmt das? Nee, das ist eigentlich ein Denkfehler. Ich finde auch immer ein Denkfehler, wenn die Leute sagen, ja, die Menschen haben mich immer enttäuscht, aber die Hunde, die waren's. Also das würde ich eher als eine psychische Auffälligkeit betrachten. Meine Hunde bereichern mein Leben total, aber die sind nicht wichtiger für mich als Menschen um mich herum. Das sind 2 unterschiedliche Dinge und man muss sich die Liebe eines Hundes wirklich erarbeiten. Es ist nämlich nicht so, die Katzenbesitzer sagen ja immer, ja, eine Katze ist so eigenständig, aber ein Hund ist immer so blöd, devot und macht alles und so. Und das stimmt eben ganz genau nicht. Ein Hund guckt sehr genau, an wem orientiere ich mich und an wem auch eben nicht. Also da muss man schon ein bisschen was einbringen in die Beziehung. Viele haben ja zu ihren Hunden eine derartig intensive Beziehung, dass sie tatsächlich diesen Hund immer bei sich haben. Der Hund folgt einem dann ja auch auf Schritt und Tritt. Wir zeigen Ihnen jetzt mal ein Beispiel von einem Pointer-Mischling, der komplett durchdreht, wenn Herrchen und Frauchen nicht zu Hause sind. Ja, wenn die mal weg sind, auch nur für kurze Zeit, dann flippt er hier völlig aus. Springt gegen die Eingangstür, bellt, fiebt, räumt alles ab, was nicht nied- und nagelfest ist. Aber wird heiß und innig geliebt, natürlich. Aber jetzt kommen wir aus 2 Ebenen. Ja. Der normale Mensch guckt da drauf und denkt, boah, was für eine Nervensäge. Und ich gucke da drauf und denke, boah, dieser arme Hund. Weil das, was wir da gesehen haben, sind alles Stresssymptome. Dieser Hund ist voller Adrenalin, voller Panik, hat weit aufgerissene Augen, geöffnete Pupillen und so weiter. Das, was wir da sehen, ist aber eben nicht Trennungsangst,
sondern Kontrollverlust. Der hat im Kopf, ey, die kommen niemals im Leben ohne mich klar. Der hat im Kopf, meine kleinen Babys verlassen gerade das Haus. Wir müssen unterscheiden, dieser Hund macht das jetzt nicht, weil er sagt, ich habe gerade so Langeweile, ich reiß das Haus ab. Nee, sondern, ich dachte, der hat Angst, jetzt echt, weil er so fiebt und bellt. Nein. Dass der das dann wirklich alleine gelassen wird, dass der sich fürchtet. Nein, wir haben einen Moment, da steht er so ein bisschen geduckt nach innen und hat die Rute, den Schwanz etwas eingeklemmt. Aber da ist er für einen kurzen Moment verunsichert. Aber dieser Hund sucht nach einer Lösung und sagt, was kann ich machen, dass die Tür aufgeht? Was kann ich machen, dass die wiederkommen? Ein territoriales Heulen entsteht, so nach dem Motto, kommt alle wieder her. Also wenn ich den im Training habe, dann weiß ich, das sind Leute, die betüddeln den Hund 24 Stunden am Tag und der verfolgt die auch auf Schritt und Tritt. Das ist ein Hund, der geht mit ins Bad, der geht mit ins Wohnzimmer. Immer da, wo die Leute sind, ist dieser Hund. Und die bewerten das als Liebe. Was dieser Hund macht, ist, ich habe immer die Kontrolle. Der sagt immer, pass auf, bleib immer da, ich check das jetzt hier alles ab und so. Und dann finden die Leute das nett und verstehen aber nicht, dass es für den dann mega Stress ist, wenn die gehen. Das heißt, der erste Trainingsschritt bei diesem Hund wäre, dass der lernt, mal in einem Zimmer alleine zu sein, obwohl die Menschen noch im Haus sind. Also lerne mal, mich nicht auf Schritt und Tritt zu verfolgen. Man unterschätzt das. Für die Hunde ist Alleinbleiben der größte Stress überhaupt, wenn sie es nicht gelernt haben. Jetzt lass uns mal noch auf die Ebene gehen, was mache ich denn als Nachbarin? Also jetzt habe ich irgendwie einen Hund in der Nachbarschaft, der total durchdreht. Ja, dem Hundehalter mit Schwung in den Arsch treten, weil da kann ich als Nachbar nichts leisten. Ja, das kannst du machen als Hundetrainer, aber ich habe ja keine Ahnung von Hunden. Naja, aber wenn ich irgendwo lebe und ich höre einen Hund dauerhaft kreischen, bellen, winseln, dann ist ja der erste Schritt, ich spreche mit den Nachbarn. Mhm. Der zweite Schritt ist, dass ich wirklich, wenn die uneinsichtig sind, einen Tierschutzverein anrufen würde. Denn das ist nichts anderes als ein Kind in praller Hitze im Auto alleine lassen. Oder du weißt genau, da geht eine Mutter immer weg und da sitzen zwei Vierjährige mit einer Fernbedienung und schalten immer zwischen RTL 2 und WDR hin und her. Da musst du ja auch handeln. Da kannst du ja nicht sagen, sind nicht meine Kinder. Nur da, diese Leute wissen das ja nicht. Die meinen das gar nicht böse. Sondern die haben im Kopf, ich bin immer mit dem Hund ganz eng, aber ab und zu lasse ich den mal alleine. Und das passt für Hunde nicht zueinander. Mhm. Also für Hunde ist erstmal allein bleiben Todesurteil. Also erstmal muss ein Hund lernen, alleine bleiben ist nicht dramatisch. Es ist ja diese Vermenschlichung, die ganz, ganz viele haben. Ja, ja. Auch immer wieder Thema bei dir in deinem Bühnenprogramm. Die Leute sagen mir ganz oft, ja, Herr Rütter, das ist echt ein Rabauke. Aber der ist schlau. Der versteht jedes Wort. Und ich stehe da und sage, nein, nichts kapiert der. Doch, jedes Wort, Herr Rütter, passen Sie auf, folgender Beweis. Immer Viertelstunde, bevor mein Mann von der Arbeit nach Hause kommt, dann sage ich einmal, so Bello, komm mal schnell zur Tür, der Papa kommt gleich nach Hause. Und dann zischt er nach vorne. Ich sage, du glaubst jetzt, der kapiert das? Der sieht doch, dass du aus dem Häuschen bist und dass du euphorisch bist. Und der merkt sich deine Intonation, deine Betonung, so wie du es sagst. Nein, jedes Wort. Ich sage, pass auf, folgenden Vorschlag, wir machen ein kleines Experiment. Du stellst dich jetzt in den Flur und dann machst du, so Bello, komm, wir rennen zum Tierarzt, ab zum Einschläfern. Und der Hund brettert nach vorne. Ich sag, halten fest, der ist suizidgefährdet. Der bringt sich jetzt gleich um. Hat er ja gehört, Einschläfern, komm, ich bin dabei. Ne? Nein! Ja, du hast selber bei solchen Sachen Spaß, wenn du das siehst. Ich muss schmunzeln, weil ja dieses Bühnenprogramm entsteht nicht am Reißbrett. Sondern ich erlebe die Geschichten wirklich. Und ich bin bei allem Chaos, weil ich veranstalte, sehr diszipliniert. Ich schreibe immer alles auf, was ich erlebe. Und wenn ich dann auf Tour bin, ist das für mich eigentlich, ich muss nicht wie vielleicht ein Comedian oder so ein Programm auswendig lernen. Sondern im Grunde habe ich nur im Kopf, ach, jetzt kommt die Nummer, wo ich beim Schäfer und beim Hausbesuch war. Oder jetzt kommt die Nummer. Und dann muss ich eigentlich im Grunde nur beschreiben, was ich da erlebt habe. Und das ist es im Grunde. Ne? Und das ist wirklich ganz, ganz spannend. Jetzt, jetzt gerade das aktuelle Programm heißt Nachsitzen. Ne? Und dann haben die Leute in meinem Kopf, ja, wie viele Hunde sind in deinem Publikum? Ja, niemand. Das ist ja für die Menschen. Die müssen ja nachsitzen. Ne? Und das ist ganz, ganz spannend, weil letztlich ist es immer nur ein Beschreiben der Situation. Ich überspitze das natürlich, ist ja logisch, soll Spaß machen. Aber für mich ist das eigentlich sehr einfach, auf der Bühne zu sein. Wann überraschen dich Hunde eigentlich noch? Hunde überraschen mich oft. Oft. Ich habe jetzt eine Situation gehabt, wo unsere alte Hündin die Junge ausgetrickst hat. Die junge Hündin, die haben beide ein Schweineohr gekriegt und die Alte hat rap aufgefressen und die wollte das von der Jungen haben und ist dahin und die Junge, das kriegst du nicht. Und die Alte weiß aber, wenn bei uns jemand im Garten ist, flippt die Junge aus. Dann ist die Alte zum Gartentor gegangen, hat in den Garten buff gemacht. Dann ist die Kleine völlig ausgerastet, bap, hinterher, hat das Schweineohr fallen lassen. Dann ist die Alte, hat das Schweineohr genommen. Und jetzt kommt das Spannende, hat es nicht gefressen. Hat es festgehalten, bis die Junge wieder da war. Und hat dann so richtig gestanden, so, wer hat es denn jetzt? Und das ist natürlich ein hochkomplexer Prozess und das überrascht mich dann sehr.
Das heißt, deine Hunde zu Hause überraschen dich immer mal wieder. Wir haben Bilder von den Hunden, die du hast. Vielleicht erzählst du uns noch mal, wie die im Einzelnen heißen. Da bin ich jetzt nicht so schnell mitgekommen. Ja, die Braune, das ist die Abby, die war vorher 6 Jahre in einer anderen Familie. Dann haben die den Hund ins Tierheim gebracht und haben gesagt, er ist ein bisschen durchgeknallt. Und ich empfinde die als eine völlig total nette und unkomplizierte Hündin. Ich glaube, die hatten einfach keine Lust mehr auf den Hund. Da sehen wir sie. Wer ist Abby? Abby ist die Braune, Rhodesian-Ridgeback-Hündin. Die ist so mit 7 knapp bei uns gelandet. Und die Kleine daneben, die sieht aus wie ein Border Collie, ist aber ein Australian Shepherd Terrier Mischling, Emma. Und Emma ist mir wirklich zugelaufen. Die saß einfach morgens bei mir vor der Tür und hat gesagt, so, ich bleib hier. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert, wo sie herkommt. Und die Leute haben den Hund alles andere als gut behandelt. Total verlottern lassen, sich kaum drum gekümmert. Und jetzt ist sie seit 3 Jahren bei mir. Und die war wirklich der unerzogenste Hund, der mir je begegnet ist. Kommen wir noch mal zu einem wichtigen Thema. Du hast immer zwischendurch gesagt, also wenn mich Hunde überraschen, dann sind das so Momente, mit denen ich nicht gerechnet habe. Gibt es trauernde Hunde? Oh ja, Hunde können trauern. Man kann das sogar messen. Also ein Hund, der trauert, hat einen abgeflachten Puls. Weißt du was, wir gucken es uns einfach mal an. Wir haben nämlich Katharina, die trauert um ihren, ich glaube, Findus heißt er. Oder Justus? Katharina und Lieselotte, zwei Labradoodles bei ihrem täglichen Fangenspiel im Garten. Lieselotte liebt es, mit ihrer Besitzerin zu toben. Die blonde Katharina dagegen sieht lieber zu. Sie ist stiller, will nicht so richtig mitmachen. Immer wieder geht sie zu dem Gartenbeet mit dem Schilf. Ja, sie geht ja immer genau zu dieser Stelle. Und die anderen Stellen hier in den Beeten sind ihr egal. So dass ich glaube, sie weiß ganz genau, dass er hier ist. Aber ich glaube, sie verbindet diesen Ort mit Justus. Hier ist Justus begraben. Er war der Älteste, Leitrüde und Katharinas bester Freund. Justus starb mit 18 Jahren, war 3 Jahre lang an Katharinas Seite. Die 3-4 Tage vorher, wo er halt nicht mehr aufstehen konnte, ist sie ihm nicht von der Seite gewichen. Da hat man auch schon sehr stark gesehen, dass sie da mitgelitten hat, fand ich jetzt persönlich. Und als er dann eingeschläfert wurde, habe ich sie nicht mitgenommen. Vor der Einäscherung nehmen wir bei ihnen aber wieder mit nach Hause und lassen die Hunde Abschied nehmen. Sie hat ihn ständig angestupst mit der Nase, hat so nach dem Motto, warum schläfst du? So wie wir Menschen brauchen auch trauernde Tiere Zeit, Rücksichtnahme und viel Liebe. Martin, ist das so ein typisches Verhalten? Ja, diese Hündin trauert sehr intensiv. Man kann das sogar messen. Die haben einen abgeflachten Puls. Die produzieren Cortisol, ein Stresshormon. Aber alle Hunde trauern. Und was die Halterin ganz toll macht, ist, die gibt den Hunden eine Chance, an dem toten Hund noch mal zu schnüffeln. So schlimm das für Menschen ist, zu sagen, oh, das tote Tier da hinlegen und so. Aber wenn die das nicht gemacht hätte, dann sucht dieser andere Hund den ganzen Tag und sagt, wo ist die, wo ist die, wo ist die? Aber es gibt auch Hunde, die trauern ganz anders. Ich habe einen Fall erlebt, wo der alte Rüde gestorben ist und der junge Rüde hat den toten Hund beschnüffelt und du konntest richtig sehen, wie der denkt, yes, jetzt ist er weg, der Alte, jetzt habe ich es im Griff. Also wir dürfen es nicht zu emotional sehen. Es gibt auch manchmal Momente, wo Hunde gar nicht so zueinander gepasst haben und es erst dann zu Trage kommt, wenn der Alte dann weg ist. Aber das, was wir da gesehen haben, ist eigentlich ein sehr klassisches Verhalten. Wir haben ja unseren Zuschauern versprochen, Martin Rütter ist da, der hat für Sie Antworten. Und jetzt telefonieren wir zuerst einmal mit einer Zuschauerin. Ines Pfarr ist am Telefon. Hallo Ines. Hallo. Ihre Frage an Herrn Rütter. Ja, meine Hündin Emmy geht bei uns die Holztreppe im Haus nicht mehr runter. Das heißt, ich kann mit ihr nicht mehr joggen gehen, nicht mehr rausgehen. Also es geht nur noch hinten durch die Terrasse. Ich habe kein Wort verstanden. Er sagt, er hat kein Wort verstanden. Ich habe sie verstanden. Sehr gut. Sie geht die Holztreppe nicht mehr runter. Sie hat einfach Angst, dass sie mit ihr gar nicht mehr rausgehen kann. Was kann sie tun? Ist das richtig? Ja, ne? Ja. Ja. Ist das eine offene Treppe oder eine geschlossene Treppe? Das ist eine geschlossene Treppe. Ja, und da ist nur Holz. Da ist nur Holz, ja. Erste Amtshandlung ist jetzt in den Baumarkt drin, Restteppich kaufen und mit doppelseitigem Klebeband sofort den Untergrund verändern. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist, dass die Hunde, wenn die merken, es ist eine glatte Oberfläche und die haben mal so einen kurzen Moment gehabt, oh, das war glatt, das war doof, dass wenn ich das haptische Erlebnis verändere, dass die sofort merkt, okay, es ist anders. Der nächste Schritt ist zu sagen, also Teppich drauf, der nächste Schritt ist zu sagen, dass die komplette Ernährung nur noch in der Nähe der Treppe stattfindet und der Hund nicht runtergelockt wird. Die nächsten Tage würde ich die tragen und nicht überreden und dann immer wieder an der Treppe füttern.
und dann wieder tragen. Und irgendwann fängt die an und sagt, okay, so schlimm ist es hier nicht. Und dann fängt die selber an, die ersten Schritte zu machen. Das muss aber zeitnah passieren. Wenn die 2-3 Jahre das nicht mehr macht, dann wird es echt schwer. Ja, es ist nur ein Dockenmädchen, ne? Die wiegt 60 Kilo. Also die 60 Kilo? Oh. Nicht toll, mal so toll, die Treppe toll runter. Da gibt es ja gute Treppenlifte, ne? Nee, aber sag mal, da hat sie, die kann die noch nicht runtertragen, 60 Kilo. Was würde sie dann machen, wenn der unten ein Bein gebrochen hat? Ja, weiß ich nicht. So, jetzt komme ich und stichle ich. Und ich komme immer aus der Hundeecke, ne, und frage mich, warum schafft man sich ein Tier an, das ich im Notfall nicht transportieren kann? Ja, ich könnte sie hinten über die Terrasse durch den Garten. Kriege ich sie raus. Guck mal, da bin ich heute doch kreativ. Ne? Also, erster Schritt ist über die Terrasse raus. Zweite ist, den Treppenuntergrund verändern und immer nur in Nähe der Treppe füttern. Okay. Ja, das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist ein Anfang. Und Fitnesstraining. Gut, danke schön, Ines. Danke schön. Tschüss. Es haben uns auch sehr viele geschrieben. Martin, wir müssen das jetzt mal hier abarbeiten. Ich fange mal hiermit an. Meine süße Hündin Pippa traut sich einfach nicht durch die Hundeklappe in Richtung Garage und weiter in den Garten. Mein Kater hingegen nutzt das mehrmals täglich. Sie ist sehr sensibel und die Klappe klappert leider, schreibt Peppern. Ja, grundsätzlich. Ich komme ja immer, ich weiß, das ist unbefriedigend, aber ich komme immer von der Ecke, warum, ne? Und Hundeklappe, dass ein Hund selber rausgehen kann, das ist der größte Schwachsinn des Planeten. Wenn ein Hund allein in den Garten darf und hat eigenen Zugriff daraus, passiert nur eins, der Hund fängt an, die Nachbarn anzukläffen, der fängt an zu jagen, der entwickelt Territorialverhalten. Bei mir ist so, die Gartentüren stehen auf, heißt für die Hunde, solange ich nicht mit rausgehe, geht da gar keiner raus. Okay. Also deshalb einfach so lassen, den Hund gar nicht eigenständig rausgehen lassen, wunderbar. Also, Katzenklappe ist für die Katzen und der Hund hört auf sein Herrchen. Lerne ich daraus. Monika haben wir in der Leitung. Hallo, Monika. Ja, hallo. Schön, dass Sie anrufen. Einmal die Frage an Martin Rütter. Ja, und zwar haben wir dieses Problem. Wir haben einen 6,5-jährigen Weimaraner. Und seit 2,5 Jahren legt er das Problem an den Tag, dass er bei fremden Leuten schon mal schnappt. Aber ich muss dazu sagen, kommen uns Leute entgegen, die einen Hund haben, macht er das nicht. Kommen uns aber Leute entgegen ohne Hund, dann muss ich aufpassen. Genau. Er nickt ja schon. Ich glaube, Sie sehen das. Also erstmal muss man sagen, der Weimaraner ist eigentlich ein Jagdhund, ist aber saumäßig wachsam. Gehört zu den wachsamsten Hunden, die wirklich, ja, man nennt das so eine Mannschärfe, kriegt im Sinne von verteidigt gern die Familie. Ne? Wenn der andere Hunde trifft, sind die dem wichtiger. Und dann sagt er, jetzt kläre ich erstmal die Verhältnisse mit den Hunden. Jetzt kommt jemand, der hat keinen Hund, den finde ich irgendwie komisch, also passe ich auf Frauchen auf. Extrem wichtig, ein Hund, der gefährlich ist für Hunde, der gehört an die Leine. Und auch einer, der gefährlich ist für Menschen, noch mehr. Also ich kann jetzt nicht warten, bis sich das ritualisiert. Erste Amtshandlung, Maulkorbtraining, dass der einen Maulkorb richtig toll findet. Dann kommt ein Brustgeschirr und Schleppleine dran. Und dann werde ich in kleinen Etappen ihm immer wieder beibringen, da kommt ein Mensch, du kommst zu mir. Und wenn er zu mir kommt, dann ist Riesenfete angesagt. Kein Futterstück rein, das interessiert ihn gar nicht, sondern ein tolles Spiel, dass er also lernt, du kümmerst dich gar nicht mehr um die Umwelt, du kümmerst dich nur noch um uns. Das ist ein langer Prozess beim Weimaraner. Ja, danke schön, Monika. Ich denke, da kann man was ausprobieren. Ja, ich denke auch. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich. Dankeschön. Dank. Über Facebook habe ich hier noch eine Frage von Silvia, die finde ich sehr interessant. Es geht immer um die Rasse. Also welche Rasse ist gut für mich? Sie fragt Rhodesian Ridgeback, finde die Rasse optisch toll, aber wie ist der denn charakterlich und eignet der sich auch für Menschen, die nur Nanny Erfahrung haben? Ja, also der Rhodesian Ridgeback ist wirklich eine Rasse, wo ich sagen würde, die muss man wirklich kennen, weil die Hunde sind hochsensibel, sind richtige Mimosen, sind aber kernig im Austeilen. Der Hund kommt aus dem südlichen Afrika, ist als Jagdhund eingesetzt, also jagt sehr massiv und ist sehr, sehr wachsam. Ist aber zeitgleich ein Mimöschen. Wenn du zweimal streng guckst, ist er schon kurz vor Selbstmord. Also aus meiner Sicht überhaupt nicht anfängertauglich. Gar nicht. Gut. Nein. Ja. Eva, ich brauche Hilfe. Du brauchst Hilfe. Ja, guck mal, ich habe einen Knopf gedrückt. Was ist kaputt gemacht? Jetzt ist da nichts mehr. Das ganze Internet ist zerstört. Karin hat kaputt. Wie konnte das passieren? Komm, wir machen das Handy auch noch kaputt. Wir machen noch ein Selfie für Instagram. Boah, ist der WDR so hip, dass hier Selfies gemacht werden? Was cooles Selfie. Ich habe gar nicht so einen. Ran an den Mann. So, okay. Lacht mal. Hundescheiße. Am Schuh. Auch ein spannendes Thema. In der Tat. Das machen wir dann nächstes Mal. Genau. Ich glaube, Martin, mit dir können wir auch hier so die ein oder andere Sendung füllen. Da gibt's, ja, ich komme gerne wieder. Ein großes Fund. Ja. Sind eigentlich die Sachen, die du so mit Hunden erlebst, auch übertragbar auf andere Tiere? Sprich, könntest du jetzt auch in den Zoo gehen und zum Wolf Hallo sagen, ohne, weil der genau das Gleiche macht wie ein Hund? Also erstmal bin ich jemand, der kriegt eine mittelschwere Depression, wenn er überhaupt in den Zoo muss, weil mir die Tiere da immer leid tun. Aber ich habe schon ein bisschen Gespür für andere Tiere, aber wirklich auskennen tue ich mich nur mit den Hunden. Ja, wilde Tiere sind ja doch noch mal eine Sache für sich, ne? Total. Müssen wir sagen. Total. Martin, erstmal Dankeschön.
Ja, sie ist im Zoo richtig, Martin Rütter aber gar nicht. Geht ja nicht so gerne hin. Der Hundetrainer ist noch bei uns geblieben. Und das Internet ist tatsächlich wieder startklar. Also wir haben es repariert gekriegt. Martin, lass uns noch mal so ein paar grundsätzliche Sachen machen. Johannes hat geschrieben, finde ich sehr interessant. Ich habe keinen Hund, fühle mich aber oftmals von Hunden gestört, die mich penetrant am Tisch anbetteln, mich mit der Schnauze anstupsen. Wie gesagt, wenn man den Hund Nein sagt mit Ignorieren, ist das meistens nicht getan. Ja, also ich kenne die Situation auch. Mich nervt auch manchmal, wenn ich in Restaurants bin, da kommt irgendein Kind und quatscht mir irgendwie eine Frikadelle ans Ohr. Dann sage ich auch zweimal, hör mal, das ist ja süß, aber jetzt hier zisch ab. Eigentlich sind ja die Eltern gefragt und genauso sind da die Hundehalter gefragt. Also das muss man wirklich ganz klar sagen, so gern ich Hunde habe. Menschen, die einen Hund haben, sind in der Verantwortung dafür zu sorgen, dass die gesellschaftstauglich sind. Also ich würde in dem Fall wirklich sagen, wenn sie sich total belästigt fühlen, einmal nett den Leuten sagen, bitte nehmen Sie ihn jetzt echt weg. Und das muss man auch aushalten als Hundehalter, finde ich. Ja, was ich heute gelernt habe, ist ganz klar, ich muss Chefin im Ring sein, egal in welcher Situation. Ja, aber mit Chefin ist nicht Härte gemeint. Also Hunde sind nicht diktatorisch, aber die sind auch eben nicht demokratisch. Okay, schönes Schlusswort. Dankeschön, okay, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Dankeschön. Gern.